Ich kann jetzt auf meine Beine schauen und sagen, ja, okay, kann ich laufen, das ist voll schlimm, das ist so, hier ist eine Bühne, da sind Treppen, oh nein, Treppen, und das ist ja voll grausam. Und lege das Gewicht auf das Problem. Oder ich bewerte es so, was ist mir wichtiger? Ich will auf diese Bühne hier. Ich will heute hier sprechen, mit euch arbeiten, mit euch eine geile Zeit haben. Also lenke ich meine Aufmerksamkeit auf das, was mir wichtiger ist. Nach einer folgenschweren Entscheidung im Jahr 2005 sitze ich mit einer kompletten Querschnittlähmung im Rollstuhl. Ich hatte Angst, Sorgen, Zweifel. Ich habe mich gefragt, warum? Was habe ich getan? Bis mir eines klar wurde: Flieg, wenn du nicht mehr laufen kannst. Ich freue mich heute mit euch in den nächsten Minuten über unsere Superheldenfähigkraft zu sprechen. Und zwar das Unterbewusstsein. Wusstest du, dass 90% unserer Gedanken und Gefühle unterbewusst gehandelt werden? Und 100% der Lebensumstände, die uns gerade umgeben, sind das Ergebnis unserer Gedanken und unserer Gefühle. Und ich bin mir sicher, jeder von euch hat Bock auf ein geiles Leben. Wer von euch hat Bock auf ein geiles Leben? Gebt mir mal ein Oh yeah! Wow, okay, alles klar. Ich wusste Köln, Karnevalshochburg, aber das war jetzt also am frühen Abend schon richtig geile Energie. Das freut mich, super. Doch bevor ich euch jetzt fragt, so, wer ist denn das da überhaupt auf der Bühne? Also, ich bin der Sebastian, ich komme aus Wuppertal, ich bin Hypnose-Lehrtrainer, Coach, Speaker und begleite Menschen dabei, ja, die Gedanken und Gefühle im Leben zu kreieren, die auch dir dabei helfen, das Leben zu leben, was du dir wünschst, was du dir vorstellst, was du verdient hast. Ich möchte euch erzählen, wie ich es geschafft habe, den größten Schmerz in meinem Leben zu transformieren, zu drehen, zu nutzen, als Ressource nutzbar zu machen und vor allen Dingen, wie jeder von euch heute, jetzt, sofort sein Unterbewusstsein aktivieren kann, um alles das im Leben zu erreichen, was ihr euch wünscht. Und das mit Spaß, Freude und Leichtigkeit, unabhängig äußerer Umstände, also unabhängig von Gesundheit, von Beziehungen, von beruflichen oder finanziellen Situationen. Wer hat Bock darauf? Boah, sehr geil, ja, ihr seid herrlich. Also, das freut mich sehr. Okay, springen wir rein. Denn damals, kurz bevor ich vor dieser Entscheidung stand, dieser folgenschweren Entscheidung, wusste ich noch nicht, dass ich irgendwann mal auf einer Bühne stehen werde, mit so tollen Leuten arbeiten werde. Ich habe allein in diesem Jahr mit 2000 Kindern und Erwachsenen trainiert, aber das war damals alles noch in weiter Ferne. Wisst ihr, es war ein herrlicher Samstag, der 28. Mai 2005. Genauso schön warm wie heute. Das Gras roch man, also dieses frisch gemähte Gras, die Blumen blühten, die Bienen flogen. Ich war mit meinem besten Freund auf seinem Motorroller unterwegs. Er fuhr, und irgendwann an der Ampel sagte ich zu ihm, ey du Bro, weißt du was, ich habe jetzt seit 3 Wochen meinen Führerschein, lass uns die Plätze tauschen, ich fahre den Rest zurück nach Hause, was hältst du davon? Der so, ja klar, ey, guter Freund, ne, gesagt, getan, Plätze getauscht, easy. Wir fuhren also los und ich merkte schon so ungefähr 500 Meter weiter beim Reinfahren in so eine abgeknickte Vorfahrtsstraße, das wird eng. Ich drehte mich noch so um und sagte, ey du Bro, halt dich fest. Da passiert es auch schon. Wir sind mit dem Vorderrad gegen den Bordstein gekommen. Ich, wie so ein Pfeil mit dem Kopf voraus, über den Lenker geflogen gegen das einzige Objekt, was dort in der Gegend stand, eine Laterne. Puh. Dabei habe ich mir die Wirbelsäule gebrochen, was eben eine Querschnittlähmung zur Folge hat. Aber das wusste ich alles damals noch gar nicht. Aber warum erzähle ich euch das jetzt? Ich erzähle euch das, damit ihr euch das einmal ganz kurz vorstellen könnt, wie es ist, wenn man ein großes Problem hat, eine große Herausforderung. Und ich meine, ihr kennt es alle. Egal, ob es jetzt in dem Beruf ist oder in der Beziehung, im Familienleben. Wir haben alle mal Herausforderungen, oder? Wer von euch hat schon mal eine Herausforderung im Leben? Sehr geil. Wisst ihr, meine Herausforderung war es jetzt, mit der Querschnittlähmung umzugehen. Um, damit ihr euch das einmal kurz vorstellen könnt, bitte ich euch, nehmt mal die rechte Hand nach oben und legt sie auf den rechten Oberschenkel,
Also auf den eigenen, auch wenn das da sehr verlockend ist. Sehr gut. Ich mache euch das jetzt hier vorne einmal so vor. Jetzt habt ihr die Hand auf dem Oberschenkel, legt den Arm richtig ab. Genau. Und dann knickt ihr den Mittelfinger ein. Dann noch den kleinen Finger und den Daumen. Dann habt ihr da sowieso zwei Öhrchen. Ja? Okay. Wenn ihr jetzt sonntagsabends auf dem Sofa sitzt und ihr lest ein gutes Buch, dann passiert es schon mal, dass der Fuß einschläft und so kribbelt. Kennt ihr, ne? Was macht man dann? Man steht auf, bewegt den Fuß und das Kribbeln geht weg. Bei mir ist es jetzt so wie mit dem Ringfinger. Ich sehe diesen Ringfinger und ich spüre auch dieses Kribbeln und ich würde ihn gerne bewegen, aber es geht nicht. Versucht mal, den Ringfinger zu bewegen, nur um zu merken, dass es nicht geht. Okay, sehr geil. Wir haben jetzt folgende Situation. Wir haben jetzt einen Finger, der üblich funktioniert und einen Finger, der nicht so normal funktioniert. Jetzt könnte man ja sagen, ja, der Finger, der Ringfinger ist behindert. Übrigens, ich habe das mal gegoogelt. Eine Behinderung, laut Wikipedia, in eigenen Worten wiedergegeben, ist nichts anderes als etwas, was nicht so abläuft, wie im Vorfeld angenommen. Für mich als Hypnotiseur voll geil. Hey, ist eine Vorannahme. Es ist eine Behinderung nichts anderes als eine nicht dienliche Hypnose. Wie können wir das jetzt nutzen? Also, wir haben die beiden Finger. Wir können jetzt in unserem Leben unsere Aufmerksamkeit auf zwei Dinge lenken. Entweder auf die Dinge, die uns behindern, oder auf die Dinge, die uns dienlich sind, die uns unterstützen, ja, die uns einen Gefallen tun, die unsere Ressourcen sind. Und wir können jetzt also auf den Zeigefinger schauen oder auf den Ringfinger. Was glaubt ihr, was macht mehr Sinn, worauf sollten wir unsere Aufmerksamkeit lenken? Ja, so sehe ich das auch. Und damit haben wir auch schon den ersten Buchstaben von dem Superhelden-ABC. Und bevor es jetzt losgeht mit dem Buchstaben, ich habe euch ja schon gesagt, worauf lenke ich meine Aufmerksamkeit? Auf die Dinge, die mich behindern oder auf die Dinge, die mich unterstützen? Und da haben wir auch schon den ersten Buchstaben, nämlich das A. Und das A steht für unsere Aufmerksamkeit. Ihr wisst, warum ich Sprecher und kein Schreiber geworden bin, ne? Also die erste Frage im Leben ist, worauf lenke ich meine Aufmerksamkeit? Auf die Dinge im Leben, die mich unterstützen, die mir dienlich sind? Und das durfte ich an einer ganz tollen Geschichte lernen. Wisst ihr, ich war mit meinem besten Freund da unterwegs, mit meinem Auto diesmal. Und wenn ich Auto fahre, ist es so, dass ich meinen Rollstuhl auf den Beifahrersitz setze. Die großen Räder kommen ab, Rollstuhl auf dem Beifahrersitz. Jetzt bin ich aber mit ihm unterwegs gewesen, wir waren am Flughafen, ich liefere ihn ab, wir quatschen noch so, er steigt aus, was vergessen wir? Den Rollstuhl aus dem Kofferraum wieder nach vorne zu holen. Kriege ich aber gar nicht mit. Wir voll im Gespräch, ich fahre nach Hause von Düsseldorf aus nach Wuppertal. Ich sehe, boah, geiler Typ und geile Idee, machen wir das so, machen wir so und so. 10 Minuten vor zu Hause merke ich so, oh, ich muss aufs Klo. Und dann war ich mir überlegen, ah, gehst du jetzt zur Tankstelle oder ziehst du durch? Und es ist halt ziemlich aufwendig, so mit dem Rollstuhl rein, raus so und so. Und dann habe ich gesagt, ja komm, zieh durch, bis gleich zu Hause. Ich komme zu Hause an, ich fahre so in die Straße rein und ihr kennt es ja vielleicht schon mal, wenn ihr aufs Klo musstet. Ich wusste genau Bescheid, so, oh, jetzt gleich ist es da. Ich komme zu Hause an, parke, greif nach rechts. Scheiße, kein Rollstuhl. Ey, und was machst du denn dann jetzt? Und jetzt ist ja der Punkt, da gibt es ja nichts zu diskutieren. Weil ich meine, ja natürlich ist das scheiße, ich kann nicht laufen. Ja natürlich ist der Rollstuhl jetzt nicht da. Das bringt mich aber nicht weiter in dem Moment. Ich so, also was machst du denn jetzt? Was machst du denn jetzt? Oh, verdammt. Okay, wo kannst du nachts mit dem Auto hinfahren, wo immer Leute sind? Tankstelle, genau. Also bin ich zur Tankstelle gefahren, rangefahren und ihr kennt ja diese Nachtschalter, ne? Ich fahre da hin und ich war natürlich auch jetzt sehr effizient, bin natürlich nicht ausgestiegen, weil ich hatte ja keinen Rollstuhl. Also fahre ich da zu diesem Nachtschalter und winke da so. Der Typ guckt raus und winkt zurück. Ich so, scheiße. Ich hupe. Der so, was ist los? Ich so, was hat er gemacht? Nee, komm du.
oh verdammt, was machst du denn jetzt? Fokus auf das, was mich weiterbringt. Ich gehupt, meinen Behindertenausweis rausgenommen und rumgeflucht. Ey, so eine Scheiße, rumgeflucht und rumgewedelt. Was ich nicht wusste ist, die haben ja so eine Gegensprechanlage, ne? Ich habe die ganze Zeit das Fenster unten gehabt. Dieser Idiot, dieser Penner, wieso sieht der das nicht? Soll der mal rauskommen, so eine Scheiße hier. Irgendwann geht die Tür auf, der Typ, Wut in Brand, kommt rausgelaufen, steht vor meinem Fenster. Entschuldigung, bist du so lieb, holst du meinen Rollstuhl aus dem Kofferraum? Ja, Rollstuhl geholt, dann die Seite gestellt, auseinandergebaut, zapp, zapp, gar kein Thema. Nach Hause gefahren, Ding war erledigt. Worauf lenke ich meine Aufmerksamkeit? Zielorientiert, was bringt mich weiter? Das zweite, der zweite Buchstabe im Superhelden-ABC, das B, steht für die Bewertung. Wie bewerte ich diese Dinge? Weil ich kann ja jetzt meine Aufmerksamkeit im Leben auf die Dinge lenken, die mich unterstützen oder die mich behindern. Zum Beispiel auf meine Beine, die jetzt nicht so funktionieren, wie normal üblich gedacht. Oder meine Hände, die so funktionieren, wie gedacht. Aber nur weil ich auf meine Hände schaue und nicht auf meine Beine, verschwindet der Querschnitt ja nicht. Also nur weil ich nicht hinschaue, verschwindet das Problem nicht. Das wäre Verdrängung. Und das wäre ja Schwachsinn. Deswegen, wie bewerten wir das Ganze? Und wir können unsere Bewertungen so vorstellen wie eine Waage. Wie viel Gewicht gebe ich den Ding? Ich kann jetzt auf meine Beine schauen und sagen, ja, okay, kann ich laufen, das ist voll schlimm, das ist so, hier ist eine Bühne, da sind Treppen, oh nein, Treppen, und das ist ja voll grausam. Und lege das Gewicht auf das Problem. Oder ich bewerte es so, was ist mir wichtiger? Ich will auf diese Bühne hier. Ich will heute hier sprechen, mit euch arbeiten, mit euch eine geile Zeit haben. Also lenke ich meine Aufmerksamkeit auf das, was mir wichtiger ist. Wie bewerte ich das Ganze? Welche Sache gebe ich mehr Gewicht? Doof, Mangel, schlecht? Oder Freude, Fülle und Leichtigkeit? Wie gesagt, der zweite Buchstabe im Superhelden-ABC ist das B. Und das B steht für die Bewertung. Macht das Sinn bisher? Ja. Sehr gut. Der letzte Buchstabe, ihr werdet es schon erahnen, im Superhelden-ABC ist das C. Und das C steht für folgende Frage. Welche Chancen ergreifen wir im Leben? Welche Chancen ergreifen wir? Und das durfte ich auch an einer wunderbaren Geschichte lernen, welche Chancen wir zu ergreifen haben im Leben. Also ich war ja damals im Krankenhaus nach meinem Unfall. 11 Monate mit Reha und allem drum und dran. Und es war ein heißer Sommer. Eine Krankenschwester kam zu mir hin und sagt, ey Sebastian, ey, wir haben unten im Keller einen Cola-Automat. So mit Glasflaschen. Und kennt ihr das im Sommer, wenn es so richtig heiß ist und ihr freut euch so auf eine kalte, eiskalte Cola aus einer Glasflasche? Und ihr nehmt sie so, macht plopp, setzt sie an. Ich so, das will ich erleben. Alles klar, ich also in den Rollstuhl rein, auf den Weg gemacht. 20 Minuten, und ich war noch nicht so fit wie heute, 20 Minuten auf dem Weg dahin gerollt. Fix und fertig, komm unten an, ja? Wirklich am Ende. Nimm mein Kleingeld, zähl es zusammen. Ich schon voller Vorfreude, so, ja, gleich ist die Cola da. Nimm mein Geld, 50, 70, 80, 90, 1 Euro. Ey, scheiße, ich komme da nicht dran. Das Ding ist zu hoch. Ey, ich war voll enttäuscht. Und ich wusste genau, was ich will. Ich wollte die Cola. Ich habe die Bewertung voll drauf gelegt. Ja, das ist mir das Wichtigste. Ich gebe alles dafür, dass ich diese Cola bekomme. Aber trotzdem hat mir noch eine Ressource gefehlt. Ich ganz enttäuscht wieder zurück zu meinem Zimmer gerollt. Mittlerweile ist eine Stunde rum. Mein Zimmerkollege sitzt da. Und bei ihm war es ziemlich lustig. Ich habe halt einen Querschnitt, kann ich laufen. Er hatte auch die Wirbelsäule gebrochen, aber der ist komplett stabilisiert gewesen und konnte nur gerade stehen und flach liegen. Der ist halt immer so ins Bett gesprungen dann auch. Und das war ziemlich lustig, denn ich komme dann aufs Zimmer und sage zu ihm, ey, du, na, wie war dein Tag? Er so, ja, ganz cool. Und bei dir? Ich so, ah, voll scheiße, ey. Ich mach mir voll den Aufwand. Roll runter. Komm unten an. Nimm das Geld. Abgezählt. Will's gerade oben reinwerfen. Scheiße, geht nicht. Er guckt mich an und sagt, ey, echt jetzt? Ich, heute Vormittag, geh runter zu diesem Cola-Automat, ne? Nimm mein Geld, schmeiß das da rein, drück auf Cola, seh, wie diese Flasche Cola da entlang läuft und plopp, runterfällt in dieses Ausgabefach.
Und dann stand er da. Scheiße. Also was haben wir gemacht? Wir haben uns zusammengetan. Wir haben unsere Kompetenzen zusammengelegt, um unser Ziel zu erreichen. Jeder hat ja seine eigenen Ressourcen. Also, welche Chancen ergreifst du im Leben? Welche Chancen ergreifst du? Und ich habe euch am Anfang gesagt, ich möchte euch einen Weg zeigen, wie wir den größten Schmerz in unserem Leben transformieren können, drehen können. Und dafür haben wir ja diese Übung gemacht mit den Fingern, ihr erinnert euch. Und es ist eigentlich ganz einfach. Wir haben ja gesagt, es könnte sein, der Finger funktioniert normal, der andere Finger ist behindert. Wie kann ich das jetzt nutzen? Ganz einfach, ich habe mich gefragt, was ist mir wichtiger in dem Moment, als dass ich meine Beine nicht bewegen kann. Zum Beispiel Liebe und Verbundenheit ist mir jetzt wichtiger. Nehmen wir mal als Beispiel. Ja? Wie kann ich also, ich kann meine Finger nicht bewegen, nutzbar machen, um Liebe und Verbundenheit auszudrücken? Und dafür folgende Übung. Nimm mal die Hände so nach vorne. Nimm sie so zusammen. Die Ellbogen auch so zusammen. Genau. Und jetzt, also die Hände nach vorne. Sehr gut. Jetzt nimm nochmal so den Mittelfinger so einknicken. Also ihr habt die Hände so und dann so den Mittelfinger einknicken. Ganz genau, sehr, sehr gut. Und die Fragen in unserem Leben bestimmt die Qualität in unserem Leben. Und ein guter Freund, der Dennis, hat mal zu mir gesagt, so, unser Körper ist wie ein Feedback-Instrument. Und wir können an unserem Körper sehr viel ablesen. Zum Beispiel symbolisieren unsere Daumen, jetzt hier, die Verbindung zu unseren Eltern. Irgendwann kommt die Zeit im Leben, da geht jeder seinen eigenen Weg, wir lösen uns, wir kommen wieder zusammen, aber jeder geht seinen eigenen Weg. Oder Geschwister, Cousinen, Cousins. Jeder geht irgendwann mal seinen eigenen Weg, wir haben uns lieb, wir kommen zusammen, aber jeder geht seinen eigenen Weg. Oder wie die Zeigefinger, die stehen für Cousinen, Kollegen, Nachbarn und, und. Auch die lassen sich lösen, denn irgendwann geht jeder seinen eigenen Weg. Jetzt haben wir noch die Mittelfinger. Die sind auf dich gerichtet, dass du immer daran denkst, dir gute Gedanken, gute Gefühle zu machen, dir die schönen Dinge ins Leben zu holen. Und zum Schluss haben wir die Ringfinger. Und wenn du die Arme so zusammen hast, wirst du feststellen, dass die Ringfinger die einzigen Finger sind, die sich nicht voneinander lösen lassen. Das liegt daran, dass die beiden Finger für die ewige Liebe und die ewige Verbundenheit stehen. Und deswegen kommen ja auch Verlobungsring und Ehering an die Ringfinger. Wisst ihr, ich werde euch jetzt nicht sagen, tut dies, tut jenes, liest Bücher, geht zu Seminaren, geht zu Coaches, macht dies und jenes. Ich möchte euch nur diese drei Fragen mitgeben. Worauf lenkst du deine Aufmerksamkeit? Auf Mangel oder auf Fülle? Wie bewertest du die ganzen Sachen, auf die du deine Aufmerksamkeit legst? Und welche Chancen ergreifst du in deinem Leben? Und ich sag dir eins, flieg, wenn du nicht mehr laufen kannst. Sebastian Schild!